Vorne macht Kaboom und verändert die Fahrt. Eine Runde noch zurückzulegen. Kaboom an der Spitze führt mit anderthalb Länge das Feld an. Pferde im Flughafen Burgen. Henry Beutenzorg dahinter mit einer optimalen Ausgangsposition. Eisbär Newport ist Dritter. Dann Graf Bismarck an der Innenkante. Außen versucht dann jetzt auch James Moko die Position hier ein wenig zu verbessern. Das scheint zu gelingen. Dahinter hängt sich dann noch ebenfalls Thatcher dran. Das sind somit die ersten sechs. Es geht in die letzte Überseite hinein. Kaboom mit der Führung. Henry Beutenzorg lauert dahinter in der zweiten Position. Zweite Durchgangszeit lautete hier 1:16:2. Das gesamte Feld schließt hier noch dichter zusammen. Kaboom bringt das Feld gleich in den Schlussbogen hinein. Henry Beutezorg innen. James Moko an der Außenseite ist drittes Pferd. Dann Eisbär Newport. Thatcher ebenfalls dicht dabei. Gefolgt dann innen von Graf Bismarck. Dann sehen wir auch Kel Fleur. Es geht auf die letzte Ecke zu. Durch die dritte Spur jetzt Thatcher mit einem Angriff. Aber vorne ist es Kaboom. Es geht auf die letzten 200 Meter. Kaboom mit der Führung im Einlauf. Kaboom ist vorne. Dahinter bleibt an der Außenseite unverändert James Moko in Schlagposition. James Moko kommt an der Außenseite heran. Kaboom mit James Moko. Kaboom James Moko. Dahinter dann Kel Fleur als drittes Pferd. Vorne war es knapp, aber es reicht hier mit einem feinen Schlussakkord für Kaboom und Hiltje Tjalsma. So, da haben wir dann auch schon den vorläufigen Einlauf für das vierte Rennen. Es gewinnt die Startnummer 4 Kaboom für den Stall Payday. Bas Krebers, der Trainer, und gefahren wurde die Explosive Metastute von Hiltje Tjalsma. Auf dem zweiten Platz die 3 James Moko und dritter die 7 Kel Fleur. 4-3-7. Vierter wird die 8 Thatcher und fünfter die 6 Henry Beutenzorg. 4-3-7-8 und dann die 6. Ja, die Reise hat sich gelohnt für Kaboom. Die Stute, die aus den Niederlanden angereist ist, gewinnt hier diese Auftaktprüfung zur heutigen V6-Wette. Kaboom in der Hand von Hiltje Tjalsma. Es geht damit auf die erste Ehrenrunde hier in Mönchengladbach für die 5-jährige Kaboom mit Hiltje Tjalsma. Und ich denke mal, nach diesem Favoritensieg dürfte nahezu jeder noch dabei sein in der heutigen V6. Meter bis zur Startmarke. Und das war der Start zum vierten Rennen. Henry Beutenzorg an der Außenseite beginnt hier wie die Feuerwehr, übernimmt das Kommando in den ersten Bogen hinein. Henry Beutenzorg, dahinter erscheint dann Kaboom in der zweiten Position, orientiert sich jetzt ebenfalls nach außen, scheint hier mit dieser Lage momentan nicht einverstanden zu sein, greift hier im ersten Bogen an und geht vorbei. Führungswechsel hier an der Spitze. Kaboom jetzt vorbeigezogen, Henry Beutenzorg dahinter an der Innenkante in zweiter Position. Außen sieht man Eisbär Newport und innen herum dann Graf Bismarck momentan in der dritten, vierten Position. Fünftes fährt derzeit Kel Fleur. Eisbär Newport blieb hier in äußerer Bahn hängen, muss sich hier das Rennen in zweiter Spur momentan selbst gestalten. Und da geht es dann gleich in den Autobahnbogen hinein. Erste Durchgangszeit 1:15:9. Neuer Versuch an der Außenseite von Eisbär Newport. Derweil machte Etorix einen Fehler und der ist damit bereits disqualifiziert. Flotte Fahrt an der Spitze, 1:15:9, die erste Durchgangszeit. Jetzt versuchte Thomas Maaßen, Eisbär Newport nach innen zu ziehen,
aber da ist die Bude dicht, denn da ist Henry Buitenzorg. Der bleibt jetzt in zweiter Position. Dahinter darf dann jetzt Eisbär Newport einparken in dritter Position. Aber vorne macht Kaboom und verändert die Fahrt. Eine Runde noch zurückzulegen. Kaboom an der Spitze führt mit anderthalb Länge das Feld an. Pferde im Flughafen Bogen. Henry Buitenzorg dahinter mit einer optimalen Ausgangsposition. Eisbär Newport ist Dritter. Dann Graf Bismarck an der Innenkante. Außen versucht dann jetzt auch James Moko die Position hier ein wenig zu verbessern. Das scheint zu gelingen. Dahinter hängt sich dann auch ebenfalls Zetscher dran. Das sind somit die ersten sechs. Es geht in die letzte Überseite hinein. Kaboom mit der Führung. Henry Buitenzorg lauert dahinter in der zweiten Position. Zweite Durchgangszeit lautete hier 1:16:2. Das gesamte Feld schließt hier noch dichter zusammen. Kaboom bringt das Feld gleich in den Schlussbogen hinein. Henry Buitenzorg innen. James Moko an der Außenseite ist drittes Pferd. Dann Eisbär Newport. Zetscher ebenfalls dicht dabei. Gefolgt dann innen von Graf Bismarck. Dann sehen wir auch Kel Fleur. Es geht auf die letzte Ecke zu, durch die dritte Spur, jetzt Zetscher mit einem Angriff, aber vorne ist es Kaboom. Es geht auf die letzten 200 Meter, Kaboom mit der Führung im Einlauf, Kaboom ist vorne, dahinter bleibt an der Außenseite unverändert James Moko in Schlagposition. James Moko kommt an der Außenseite heran, Kaboom mit James Moko, Kaboom James Moko, dahinter dann Kel Fleur als drittes Pferd. Vorne war es knapp, aber es reicht hier mit einem feinen Schlussakkord für Kaboom und Hiltje Tjalsma.